Das ist Österreichs beste Tischtennisspielerin der Gegenwart. Wie ihre Vorgängerin Liu Jia ist sie in jungen Jahren nach Linz gekommen, zu einem Verein, der aus Talenten Stars macht. Doch zunächst wollen wir Ihnen die aktuell 17. der Tischtennis-Weltrangliste mal vorstellen. Bereit? Also ich bin bereit. Sofia Pulcanova, 24. Chișinău, Moldawien. Linziger Froschberg. 3 Medaillen bei der Europameisterschaft. Europameisterin zu werden und eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen. Er hat sie entdeckt. Günther Renner, Mr. Froschberg, Manager, Präsident, Talente-Scout. Wie schon 20 Jahre zuvor bei Liu Jia, hat der mittlerweile 72-jährige Sofia Pulcanova bis knapp an die Top 10 im internationalen Damentischtennis geführt. Ja, ich denke, zum einen bin ich ziemlich lange im Tischtennis verhaftet und war lange Zeit österreichischer Jugendchef, habe dadurch also viele, viele Jugendliche gesehen auf ihren Weg, wie sie nach oben kommen. Und da hat man natürlich schon einen gewissen Blick, wo kann man ansetzen, wo macht es einen Sinn. Dann kommt nur die Einstellung und so weiter dazu. Ich glaube, da habe ich wirklich ein ganz gutes Gespür dafür. Ich war bei der Jugend-Europameisterschaft und dann hat mich der Günther Renner gesehen und hat dann eher gesagt, dass ich talentiert bin und größere Zukunft habe, aber dass das leider in Moldawien nicht weitergehen kann und dass er mich halt dann nach Österreich holt. Und seitdem bin ich dann nach Österreich gekommen und spiele beim Linziger Froschberg. Tischtennis auf höchstem Niveau. Das bedeutet Champions League, ETTU Cup, Meisterschaft, aber auch viele Flugreisen zu internationalen Turnieren, stundenlange Busfahrten und natürlich viel Training. Also normalerweise trainiere ich zweimal am Tag, ungefähr 5 bis 6 Stunden und ich mache auch extra Konditionstraining und ich trainiere auch in der Kraftkammer. Und eigentlich ist mein Alltag ziemlich langweilig. Also ich mache immer das Gleiche. Trainiere, trainiere, esse, schlafe und dann trainiere wieder. Aber ich liebe Tischtennis und es gefällt mir, wie ich das mache. Ausschlaggebend bei der Sonne ist zum Beispiel, dass sie wirklich das Gefühl hat für Bälle. Sie kann Rückhand fantastisch spielen, sie kann Vorhand extrem stark spielen, hat natürlich durch ihre Körpergröße eine gewisse Power drinnen, den man, wenn man richtig ausnützt, die Körperkraft, dann praktisch so eine hohe Qualität zusammenbringt. Sie lernt sehr schnell und sie kann auch gut beobachten. Also sie ist eigentlich der Prototyp einer Profisportlerin, wie man sie ihn wünscht. Ne? Aktuell kämpft Linz AG Froschberg wieder um den Titel in der Tischtennis Champions League mit. Gegen den französischen Club Metz wird der Einzug ins Halbfinale fixiert. Wurde aus Liu Jia seinerzeit Froschberg Susi, so heißt Sofia für ihre Freunde und Fans einfach Sonja. Weil Sonja in Russischen wie ein Spitzname von Sofia ist. Und als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich das nicht gewusst. Habe einfach gesagt, dass alle mich Sonja nennen dürfen. Und seitdem sagen alle Sonja zu mir. Freizeit für Hobbys gibt es kaum. Alles ist dem Sport untergeordnet. Unglücklich darüber wirkt sie aber nicht. Es bleibt nicht viel Zeit, aber ich versuche, dass ich in meiner Beziehung, dass ich das so gut wie möglich mache und mein Freund unterstützt mich auch sehr. Er fährt mit mir auch zu Turniere und ja, es ist so, wie es ist und ich bin froh, dass das so ist. Sofia Pulcanova, die Nummer 17 der Welt, die Nummer 1 in Österreich. Und wenn man weiß, dass Tischtennisspielerinnen ihre beste Form mit Ende 20 erreichen, scheint in den nächsten 5 Jahren noch so einiges möglich.